Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Testpiloten. Wenn man das denn zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt noch sagen kann, ja, die große Frage ist, wie lange wird es uns in dieser Konstellation noch geben? Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wie genau das gemeint ist, erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, Leute, wir haben eine E-Mail zugesendet bekommen und die möchte ich euch jetzt einfach einmal vorlesen. Genau, um diese E-Mail hier geht's. Und zwar kam die von dem Dominik Schuster. Hallo Jens, wir wurden hier von einem User auf die von euch Facebook-YouTube-Status offenbar im Frühjahr diesen Jahres gestarteten Kanals bei YouTube, Facebook und Co. mit der Kennzeichnung Testpiloten aufmerksam gemacht. Auch auf die von dir betriebene Domain www.testpiloten.net. Die Erfahrungsberichte, Videos von dir und Enrico bei YouTube habe ich mir jetzt auch mal sporadisch angesehen. Alles ganz nice, viel Engagement. Affiliate Marketing ist hier natürlich auch im Spiel, das ist ja auch alles kein Problem. Ein Problem haben wir nur mit der Kennzeichnung eures Kanals und Aktivitäten als Testpiloten. Da stehen wir in einem Konflikt, den wir lösen wollen. Wir sind, wie du vermutlich durch eigene Recherchen weißt, auch mit dem Portal testpiloten.de/testpiloten.info, selbst mit einer in der Nische gut bekannten Plattform für Online-Tester seit vielen Jahren unterwegs. Natürlich wurde auch wie bei euch Werbung für Online-Panels, Plattformen für Produkttester und Co. platziert. Ergänzend dazu haben wir auch eine Facebook-Community unter facebook.com/testpiloten, Newsletter-Verteiler etc. Die Kennzeichnung Testpiloten verwende ich sogar schon seit circa 2004 für genau dieses Thema. Da bin ich als junger, motivierter Publisher mit dem Portal testpiloten.info gestartet. Inzwischen gehört die testpiloten.info.de zur Domain, ach, zur Dontos Media GmbH. Ich würde das Thema gerne im beidseitigen Interesse gütlich lösen. Deshalb schreibe ich dir auch hier informell per E-Mail. Die Verwechslungsgefahr durch eure Verwendung der Kennzeichnung Testpiloten kann zum Beispiel durch Umbenennung eures Channels und euren Verzicht auf die Kennzeichnung im Geschäftsverkehr, Merchandising und anderes behoben werden. Die Domain testpiloten.net würden wir auch, wenn magst, übernehmen. Wie gesagt, mein Interesse ist, dass wir uns hier gütlich einigen. Auch eine Kooperation mit euch fände ich an sich denkbar. Etwa durch Platzierung von Videos aus eurem Channel mit neuer Kennzeichnung, aber natürlich mit euren Affiliate-Links auf unserem testpiloten.de. Lass doch mal als Antwort auf diese Mail hören, wie du dazu stehst. Gerne bis Ablauf des Mittwochs. Ich habe ja schon zurückgeschrieben, damit wir zügiger. Also, Kernaussage ist für mich: benennt euch mal um. Ich war zuerst da. Ja, genau so sieht es nämlich aus. So sieht die E-Mail aus. Vom Dominik übrigens, schöne Grüße, ja. Und ja, unsere Frage an euch, ja, bitte helft uns und antwortet jetzt hier unter dem Video in den Kommentaren auf die Frage: Sollen wir uns umbenennen oder sollen wir Testpiloten heißen? Genau, schreibt uns bitte hier unter dem Video in den Kommentaren eure Antwort und eure Meinung dazu. Der ganze Kanal funktioniert nur dadurch, dass es euch gibt, ja, und dadurch, dass ihr hier die Videos guckt. Und da sind wir natürlich sehr gewillt, euch, soweit es geht, mit einzubeziehen. Und jo, also bitte einmal hier unter dem Video in den Kommentaren schreiben: Sollen wir uns nur umbenennen oder sollen wir es lassen? Genau. Jo. Also ich sag schon mal vielen lieben Dank für die vielen Kommentare, für die vielen Antworten. Wird uns sehr weiterhelfen. Denn ja, wir stehen jetzt ein bisschen blöd da. So richtig wissen wir auch nicht, was wir machen sollen. Wir werden natürlich nochmal mit dem Dominik telefonieren und noch weiteres rausholen. Aber wichtig ist erstmal, die Entscheidung: Namen ändern, Namen nicht ändern.
Was sagt ihr dazu? Schreibt uns hier unter dem Video in den Kommentar. Vielen Dank. Ciao.